Und das darf ja auch mal gesagt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Technik-Ecke für heute. Die Funkamateure gehen schon seit Jahrzehnten den technischen Phänomenen auf den Grund und versuchen sie zu verstehen. Technik ist spannend und das werden wir auch in den nächsten Sendungen von Radio DHC wieder transportieren. Vielen Dank fürs Zuhören heute, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße wünscht Eva Maria, DG9 MFG. Von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW aus Wien. Wiederholungen und Übernahmen gibt es wie folgt. Jeden Montag, jeweils ab 17 und 20 Uhr Lokalzeit auf Kurzwelle 6070 kHz mit 10 kW aus Ingolstadt. Jeden Sonntag ab 15.05 Uhr und jeden Montag ab 16.05 Uhr Ortszeit von Rundfunk Meißner aus Eschwege, empfangbar auf UKW im Raum Nordhessen. Jeden Montag ab 22 Uhr Ortszeit auf dem Internetsender 180 Grad FM in Stralsund. Webseite ist www.180grad-fm.de. Schließlich jeden Sonntag um 18 Uhr, mittwochs ab 20 Uhr und samstags ab 19 Uhr Ortszeit auf dem Internetsender Satzzentrale Das Radio. Webseite www.satzzentrale.de/szradio. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine Sonder-QSL-Karte. Wir wären sehr an technischen Details wie der genauen Feldstärke und der Empfangsqualität interessiert. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Ich wiederhole, radio@darc.de. Bitte geben Sie, sofern